Sehr schön. Dachte ich so. Also ich gehe davon aus, dass sie die Insel bald verlassen müssen. Ja, das denke ich auch bald. Weil wir haben alle Items, die wir bis jetzt gefunden haben, verwendet, ne? Auf den Straßen ist keiner mehr. Schatz aufs Schiff geladen. Okay. Funktioniert. Na, guck mal. The Curse of Monkey Island. Du hast da was fallen lassen. Ja. Wer hat was fallen lassen? Na, Steven, überall roter Hering. Ja, pass mal auf, wenn ich den jetzt hinlege. Schatz aufs Schiff geladen. Verstehst du? Das kann man doch bestimmt verkaufen. Jetzt kommen die Cheats wieder raus. Das sind doch keine Cheats. Das sind Vorgaben des Spiels. Weil die Flaschen sind ja auch so Ding. Aber den Fisch kriegt man ja immer wieder. Ich habe versucht, den zu braten. Geht halt nicht. Das vom Spiel gewollt ist. Und wenn wir dann einen Haufen Geld für den kriegen, dann beißen wir uns in den Arsch, weil wir nur 2, 3 mitgenommen haben. Oder wir fahren zurück und holen noch mehr. So, jetzt habe ich wieder einen. Ich probiere das jetzt nochmal, ob das so funktioniert. Jetzt haben wir ja schon 2 rumliegen. Zwischen hier hin. Schatz aufs Schiff geladen. Moment. Moment, wo ist der andere? Hier. Ja, ich habe einen schon unter Deck gebracht. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, es können nur 2 sein. Ich hatte eben unter Deck, weil wenn es ein Schatz ist, muss er nicht oben liegen. Nicht? Ja, gut. Also möchte ich die aufgeräumt haben. Was wir mal gemacht haben, wir haben oben auf den Türmen, so auf dem Ausguck, haben wir die Sprengfässer hingemacht. Später aber hatten wir die... Ja, die Sprengfässer, die roten. Und wir haben auch unser Schiff immer ehrenvoll verabschiedet. Das ist so Tradition, das muss man dann auch machen noch. Mit Musik. Ja. So, der Segel schon jetzt noch, wollte noch ein bisschen angeln. Wir können von mir aus los. Ja, von mir auch. Mal vorne hier das Ding ab. Ja, ich dreh bei. Ja, sag mal, ich das vordere Segel runterlassen kann. Ah ja, ja, kannst langsam runterlassen. Weil wir knallen gleich Achtern. Okay, passt. War fast langsam. Wo müssen wir überhaupt hin? Vor allem, guck mal, wie groß die Insel ist, da ist ja noch mehr. Aber die Frage ist, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Ich sehe auch kein Tor. Was sagt die Karte? Die Karte sagt... nichts. Wir hängen irgendwo. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Dem Schiff passiert nichts, alles gut.
okay. Aber ich sehe einen Hering. Was sagst du? Das liegt am Hering? Ich sichere den Hering. Das sind zu schwer. Weil guck mal, da hinten ist noch eine Seilbahn, da waren wir auch noch nicht. Wir haben noch so, irgendwie fehlt da noch was. Weißt du was, Schwein? Nee. Konnte man da oben, wo der alte Mann ist, da jetzt langlaufen oder ist man dann wieder gestorben? Nein, konnte man nicht. Fahr mal einfach links an der Insel vorbei. Weil ich sehe da Richtung... Da ist auch noch eine Insel. Dann würde ich mal Segel ein bisschen machen, weil es wird eng. Geht noch, geht noch, geht noch. Dann wissen wir, dass du Hilfe brauchst. Segeln wir mal erstmal einmal um die Island. Da standen auch noch Feuer. So Feuerkörbe. Vielleicht müssen wir die auch noch anmachen oder so. So ist das Projekt irgendwas. Liegen. Du machst das mit der Harpune. Ich weiß nicht, was du da machen wolltest. Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, du wärst am Steuer. Nee, du hast das Schiff da rumgezogen. Wir gucken mal, ob wir Leck haben. Das ist ja nicht rübergezogen, ne? Weil da ist ein, da ist eine Flaschenpost im Wasser. Ich brauche Holz. Sein, dass wir da gerade gegen ein paar Wand fahren. Ich glaube, wir können nicht weiterfahren. Das. Ja, ich glaube, wir müssen hier auf der Insel weiter. Ich weiß bloß nicht genau mit was. Fliegen ist gut, wir fahren. Dann fahren wir nur mit dem
vorderen Segel ein bisschen. Nee, 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 nee. Wir wollen dran vorbeifahren. Kicken. Die sind doch gar nicht voll auf. Nee, es ist, wird sonst zu schnell. Nee, nee. Das passt schon. Ich bin am Steuerrad. Du kannst aufhören. Denn jetzt andocken? Nee, gar nicht. Einfach nur um die Insel fahren. Achso, ne, ich glaube, dass das nicht geht. Das ist ja schon. Treffen, drehen wir wieder um. Okay. Wir fahren den Mond entgegen. Mal was gucken hier. Natürlich. Okay, wieder unsichtbare Wand. Okay, wir müssen, wenn dann rechts rumlenken. Nee, geht nicht. Geht nicht, das ist unsichtbare Wand. Ja, ich Mann muss auf. Es ja wieder geht irgendwie nicht, zurückziehen. Weil solange wie es sich bewegt, ist okay. Okay, ich schaff nichts mehr, sind wir frei? Steuerst da wieder. Ja, geht rein. Nicht anders. Geht nicht anders. Er schafft die Winde nicht, du müsstest das Schiff zurückziehen. Da weiter hin kann ich nicht. Das mir überhaupt tricky, aber das geht. Wir haben auch schon ein Schiff rückwärts eingeparkt.
Oh, müsste passen, oder? So. So, dann dockt man da wieder an, ja. Irgendwie. So halbwegs. Okay, wir kommen dann noch nicht weg. Warum nicht? Da hinten ist noch eine Seilbahn, das sehe ich von hier. Irgendwie. Bleiben irgendwas? Nö. Achso, ja. Holz. Hab ich nicht. Ben, schon was rausgefunden? Bis jetzt nicht. Hier müssen wir vielleicht noch mal in dieses Haus rein. Boah, das ist ja nervig. Ey. Ich habe irgendwie so einen Wasserbug oder Brutzelbug. Schon die ganze Zeit irgendwie so ein Brutzeln höre ich die ganze Zeit. Als wenn ich vorm Herd stehe und Fisch brate. Schön. Okay, ich glaube, wir starten das Spiel mal neu, weil das ist sehr, sehr nervig. Ich komme ja damit rein, theoretisch. Hoffe ich zumindest. Obwohl, müsste ja eigentlich gehen, ne? Mal so. Oh. Okay, Brutzeln ist direkt schon weg. Beidrehen. Also es geht auch ohne Einladung. Einfach beidrehen. Na klar, Crew für Freunde. Ne? Ja. So, da bin ich wieder und mein Brutzelgeräusch ist weg. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Aber? Haben wir nicht irgendwie so ein Questbuch oder sowas? Ja. Q gedrückt halten und dann Leertaste. Kartentisch. Okay, die Karte ist einfach leer.
Auf Devil's Ridge unter dem Sand verbirgt sich das Gold vor deiner Hand. Okay, das ist aber nicht diese Quest. Wir haben hier noch das goldene Ticket. Drei Stück. Warte mal, schläft der Typ da drin eigentlich noch? Ja, ansonsten das Buch. Ich weiß nicht, wie man umblättert. Falltaste vielleicht? Nee. B. Hast du was? Ja. Wo? Habt ihr das gerade gekriegt, auch diese Nachricht in dem Soundfile? Nee. Was für ein Pfeil? Ich hab mich gerade vor die Scumbubble gesetzt. Dann erzählt er was. Und der Oma hat ja auch was erzählt. Achso, ja, aber das haben wir doch schon abgeschlossen. Überall, wo so ein Tintenfass steht, kannst du hinsetzen und dann erzählt der was darüber. Haben wir abgeschlossen. Die Kameraden sind auch alle weg. Mit dem Ticket war ich gerade hin bei dem Typ. Aber passiert auch nichts. Es muss... Ich habe hier was gefunden. Was denn? Malzbier als Angebot erforderlich. Okay, auf zum Schiff. Ja, Malzbier. Wo? Da, wo ich bin. Wo bist du? Oben auf dem Ding? Oben in der Stadt. In, keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Da ist so ein Kessel mittendrin. Jo, da waren wir vorhin nicht drin. Ach, ja, das ist die Wahrsagerin. Malzbier, wo ist denn das Malzbier? Wo haben wir das hingestellt? Wenn du runterkommst, die Treppe links rum. In der Ecke steht's. Ach da. Jo, hab eins. Das ist das Hüte von der Wahrsagerin. Ich muss mir mal zu trinken holen, ne? Jo. Ja, ich... warte mal. Ist denn der andere Shop auch offen? Nee. Aber der ist... Nee. Versammle deine Crew, bevor du warten musst. Ja, in dem Kochtopf. Aber ich sehe die Tussi da drinnen nicht, also falls da eine ist, ich weiß es nicht. Nee, da ist keine. Untersuchen. Okay, weil du was zu trinken, dann gehe ich mal schnell, Pipi machen. Gut, dann machen wir kurz eine Pause. Jo, machen wir kurz Pause.